Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mist Survival. Wir sollten noch 2 Stunden schlafen. Nicht nur damit unsere Lebensenergie sich erholt, sondern auch damit es ein bisschen heller ist. Denn habe ich jetzt gerade keine Lust drauf, dass es dunkel ist. So, wir hoffen mal drauf, dass wir jetzt ein bisschen Eisen kriegen. Ist hier mittlerweile was drin? Ich vermute mal, ich werde hier nicht viel fangen, außer ein Pups. Ja, das wollte ich. Oh, 4 Stück. Ich kann jetzt auch nicht anhalten. Sowas sollte man vielleicht nur machen, wenn man gerade kein... wenn man gerade ein Nebel-Event hinter sich hat. Wir haben keine Säge. Und unser Hammer macht es auch nicht mehr lang. Ich schmeiß den anderen mal weg. Hauptsache der Hammer hier ist weg. Ehrlich gesagt, dann haben wir nämlich unseren ersten Hammer tatsächlich verbraucht. Ja, der nimmt nämlich den guten. Toll, jetzt komme ich an den nicht ran. Das hatte ich mir jetzt nicht vorgestellt. Jetzt mal gucken. Reloading. Wir haben auf jeden Fall alles. Eine Stunde mehr braucht man nicht, um das zu bauen. Wenn wir alles haben. So. Einmal Schwarzpulver, zweimal Schwarzpulver. Oh, das kann man upgraden. Was brauchen wir denn? Ich habe keine Ahnung, was das da unten ist. Munitionskiste? Ich weiß es nicht. Wie mache ich denn Schwarzpulver? Kann ich hier Schwarzpulver herstellen? Nee, kann ich nicht. Trockenfleisch. Oh, das ist... Ah! Wie kriege ich einen... Ich brauche einen Mörser und einen Stöß... Ah ja, hier. Sulfur. Ja. Wie kriege ich das Ding? Hier nicht. Nein. Nein. Wo kriege ich den her? Müssen wir halt selber machen. Na toll. In der Zeit kann ich ja... Ich möchte ungern rausgehen, wenn ich ehrlich bin. Hier ein bisschen handwerklich tätig werden wieder. Ehrlich gesagt, man ist eigentlich ein Idiot, wenn man das macht. Klar, man braucht Zeug, aber... Es wäre wirklich eine... Also wenn man doch weiß, dass das ein tödlicher Nebel ist, wären alle Leute, die da... im echten Leben rausgehen, entweder verzweifelt oder saudämlich. Moment, das war's schon. Jupp. Das wäre so der Moment, in dem ich wüsste, dass ich einfach nur drin bleibe und warte, bis alles vorbei ist. Feigling! Ja. Aber solche Leute überleben. Ganz ernsthaft, alle anderen. Was bringt es, heldenhaft zu sein, wenn du drauf gehst dadurch? Ich sag's dir, nichts. Es ist niemandem geholfen, wenn du einfach dein Leben für irgendwas sinnlos wegwirfst.
Eine Kohle haben wir noch. Ich will wissen, wie ich den Stößel herkrieg. Ich kann den so nicht machen. Würde eigentlich Sinn machen, hier oder hier. Aber wo könnte ich... Oder vielleicht in der Repair Bench? Vielleicht brauche ich die ja. Hier ging es ja nicht. Handgranate finde ich voll geil. Hier war er nicht dabei. Oder kann man... Nee. Dann wäre es auch angezeigt. Was steht da? Has a chance to inflict flame the target. Mm-mm. Generator müsste ich auch noch fertig kriegen, wann? Ich kann mir höchstens noch vorstellen. Nee, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Vielleicht muss ich das Ding auch finden. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass man das nicht bauen kann, sondern finden muss. Ui, die hat aber ganz schön gelitten. Ich nehme mal noch eine mit. Die lasse ich jetzt mal hier. Wir brauchen noch Essen. Und naja, Trinken haben wir eigentlich soweit. Das ist ja mit, ist ja beides. Ich würde sagen, machen wir nochmal eine Tour. Vielleicht mag ich ja doch nochmal in die Mine gehen. Ach, habe ich schon. Ich bin so doof, habe ich ja reingelegt. Fahren wir doch mal hier lang. Brauchen noch ganz viele Teile und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir es irgendwann schaffen, dass wir Hühner haben. Ich hoffe, wir machen es besser als einer aus der Schule, der sich eine Ratte gefangen hat. Und sie dann 3 Tage später, sagen wir mal, Experimenten unterziehen wollte und festgestellt hat, dass sie schon längst tot war. Ja, das war ein bisschen doof. Gebe ich ganz ehrlich zu, da war er nicht unbedingt heller. Hier liegt doch garantiert wieder Zeug rum. Vielleicht aber auch nicht. Hier hinten konnte ich ja nichts kaputt machen. Halt. Diese Bodenwellen, sie gefallen mir überhaupt nicht. Was? Wie zur Hölle? Was? Wie ist denn das passiert? Super! Ach, dieses Blatt ist schuld. Ich brauche ein neues Auto. Ich weiß nicht, ist das so gewollt? Soll man hier nicht langfahren? Muss doch leichter gehen, die abzumachen. Zumindest die ein Teil muss. Okay. Ich muss hier wahrscheinlich irgendwo nächtigen. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sowas passiert. Das wird rapide schnell dunkel, muss ich sagen.
Ui. Ah, es ist voll. Ich glaube, ich gehe mal zur Straße. Das ist echt gut gelaufen. Das war... Es ist doppelt beschissen gelaufen. Ich habe hier nämlich kein Auto in der Nähe. Zumindest keins, was ich zum Reparieren lohnen würde. Oh, okay. Ich gehe jetzt nicht in die Häuser. Ich wollte eigentlich zur normalen Stadt. Also, fliegt einfach mal so das Auto um. Da ich kann nicht mit dem anderen Auto anschubsen. Aber es ist doch wirklich bescheuert. Wie ist denn der Kofferraum von dem hier? Guter Kofferraum. Das Auto muss genauso gut sein wie die anderen. Problem ist halt, es dauert ein bisschen, bis du hier alle so ein Auto wieder hergestellt hast. Gut 2 Stunden. Ich muss mir auch überlegen, was ich jetzt nicht... Vielleicht schlafe ich erstmal in dem Haus da drüben und guck da mal weiter. Pass auf, jetzt kann ich das Scheißauto vielleicht nicht mal fahren. Das andere Auto hat mir gute Dienste geleistet, aber... Wenn es nicht will, will es nicht. Wenn es halt meint, sie muss auf dem Rücken fliegen, dann... Wie meine Katze, dann ist es halt so. Fahren? Bin ich jetzt anders gefahren? Bin verwirrt. Egal, da liegt jetzt noch Zeug in einem anderen Auto, das lasse ich jetzt einfach mal zurück. Wir nächtigen einfach mal jetzt hier drin in so einer Bude. War mal ja in der letzten Folge oder vorletzten. Hoffen wir einfach mal drauf, dass kein Nebel kommt. Ach, das T-Shirt, ja, richtig. Alles, was wir nicht mehr mitgenommen haben, das geht zu, okay. Ach, die Kartoffel ist auch noch da. Und morgen fahre ich vielleicht durch, bei der Stadt durch und gucke einfach mal. Langsam kriegen wir auf jeden Fall richtig Hunger. Ich werde dann noch die Cola trinken. Die Kartoffel esse ich mal lieber nicht so. Ich glaube auch, die Kartoffel wird höchstwahrscheinlich aus dem Inventar einfach verschwinden. Im Auto hat der Bär Angst vor uns. Finde ich gut. War zumindest das letzte Mal so. Ah, das verstehe ich immer nicht. Ist mein Auto einfach mal so Oh, vielleicht hat der Bär auch angegriffen. Und mein Auto umgeschmissen. Nee, das wäre unlogisch, oder? Weil er hätte ja weitersetzen müssen. Ich habe mich einfach umgedreht. Das Auto hat sich einfach gedreht. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, wir machen mal eine Mathematikstunde. Wir machen erstmal einen Überschlag. Und schauen mal, was dann passiert. Wenn ich aber jetzt nochmal hier bin, könnte ich eigentlich direkt nochmal in die Mine.
gibt's hier oben? Ich will diesen Mörser haben, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich auch einfach mal gucken, wo ich den herkrieg. Vielleicht gibt's den ja irgendwo. Wenn ich das Spiel noch ein bisschen spiele, muss ich dann sowieso alle Ortschaften nochmal abklappern. Aus dem einfachen Grund, weil es könnte ja alles Mögliche wiederkommen. Wir brauchen was zu essen. Was mache ich? Ich renne in die Mine. Macht Sinn, oder? Es ist jetzt leider nicht so, dass wir uns für die Sachen hier was kaufen können letzten Endes. Ich glaube auch nicht, dass ich hier unten was zu essen finde. Man kann es aber nicht wissen. Allerdings wäre eine Mine in so einer Situation echt eine schlechte Idee, wenn die nur im Dunkeln leben. Dann werden die sich auch solche Orte zum Hausen eigentlich aussuchen. So wie diese Berserker. Mit dem ist echt nicht gut Kirschen essen. Und Kirschen essen ist ja sowieso nicht. Jetzt gerade nachgeladen, habt ihr es gemerkt? Es hat kurz geruckelt. Danke für das Licht. Das hier war ein Snackautomat. Sah gerade aus, als ob da was drin ist noch. Ich finde das Minenlevel cool. Allerdings bevor ich verhungere, ich habe ja noch diese rohe Kartoffel. Die man, glaube ich, immer noch nicht zu was anderem verarbeiten kann. Ich will so gerne Sachen anbauen. Kohle? Oder Eisen? Sieht ein bisschen aus wie Kohle, aber es ist Eisen, garantiert. Ich mag solche Minensysteme. Ich glaube, Minecraft ist deshalb auch so beliebt. Und die Tatsache, je mehr du verändern kannst in Spielen, umso mehr Spaß macht's. Wenn du deine Kreativität wirklich freien Lauf lassen kannst. Das ging los mit Spielen, in denen du einfach nur Wände kaputt machen kannst, wie in Red Faction. In 1 ging das ja schon. Das sind meistens die Spiele, die so einen gewissen Erfolg vorprogrammiert haben. Es macht einfach Spaß, wenn man viel in der Welt verändern kann. Mit wenig Aufwand natürlich. Es gab ja auch irgend so ein Online-Spiel, wo du... Also es gibt ja viele Online-Spiele, wo du ganze Königreiche erbauen kannst, also wirklich von Hand. Nicht hier, keine Ahnung, Travian-Style. Da hast du deine Ressourcen-Sammler und die sammeln für dich und... Sondern dass du halt wirklich selber sammeln kannst. Was war das? Ach, das ist bestimmt Schwefel. Nicht Schwefel, sondern Salpeter. Kann man auch einsetzen, um Schimmel vorzubeugen, tatsächlich. Salpeter. Nur mal so nebenbei. Das ist... Diesen Bug haben sie immer noch nicht geändert. Ich würde so gerne Händler haben. Ich glaube, die Mine wird noch weitergebaut, da hinten zum Beispiel. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich finde noch ein paar andere Häuser. Also größere. Allerdings würde ich jetzt noch umziehen, wenn ich andere Häuser hätte. Ich glaube nämlich fast nicht. Okay, wir haben so ziemlich alles hier. Das Wichtigste, sagen wir es mal so. Da rechts renne ich jetzt nicht hin. Da kommt vielleicht noch der Berserker angerannt. Das Risiko will ich eigentlich nicht eingehen. Wir könnten so viele Sachen hier mitnehmen. Schläuche. Mit dem Schläuche könnte man zum Beispiel einen Entsalzer bauen. Den wir hier nicht brauchen, weil wir haben ja normales Wasser bei uns. Aber trotzdem. In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Roboten geht? Nein. In einer Welt, in der jeder Mensch wieder auf sich gestellt ist, ist es nicht mehr so,
Also sagen wir es mal so, wenn Menschen für sich alleine oder in kleiner, wirklich kleiner Gruppe leben, ganz kleiner, das heißt eigene Familie, ist Intelligenz wichtig zum Überleben. Wenn Menschen in großen Gruppen leben, ist Intelligenz weniger wichtig zum Überleben. Da ist nämlich ein Immunsystem wichtiger. Weil je mehr Menschen zusammenleben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit von Seuchen tatsächlich. Und die Intelligenz des einen reicht für gewöhnlich für viele. Deshalb, man wundert sich ja, warum manche Menschen einfach nicht sterben, egal wie dämlich sie sind. So gemein es auch klingt, aber bei manchen Menschen denke ich mir wirklich, die könnten niemals ohne ein Sozialsystem oder noch irgendwas überleben. Aber an und für sich ist es ja gut, dass man so ein System hat. Dem geht's auch noch gut, oder? Oh nein, die Zündkerze hat's geschrottet. Ja, weil ich den anderen nicht ausgeräumt habe. Oh! Hier ist irgendwie relativ wenig. Warum hat das überhaupt Looting Time? So eine Veranda ist echt cool. Ein Fliegengitter, da kann man auch mal die Tür auflassen. Oh, Fliegengitter allgemein. Eine fliegende Flasche. Fliegengitter allgemein finde ich sehr praktisch. Wenn die Katze sie nicht mal wieder zerkratzt. Die Katze. Magische Flaschen. Schon benutztes Klopapier, wie wir sehen. Magisches Pferd, das fliegt im Himmel. Yeah. Crowbar könnte gleich weg sein. Ah, der letzte. Wir haben maximales... Oh, was zu essen. Das ist gut. Damit haben wir unser Inventar gemaxt. Und gemoritzt. Okay, ist mir jetzt egal. Ich habe maximales Inventar. Besser wird's nicht. Oh, ich will die Gitarre mitnehmen. Dann könnte ich Gitarre lernen. Ich meine, ich kann nicht spielen, aber vielleicht würde ich dann anfangen. Wir brauchen eine Zündkerze. Wie die Wallala. Falsch gesungen. Wir brauchen eine Zündkerze. Und das war sehr schnell. Wie die Wallala. Ach, hier endet die Straße. Ich wollte gerade sagen, hier muss es doch noch weitergehen. Da habe ich mich wohl geirrt. Wir gehen jetzt einfach mal in die Stadt in der Hoffnung, dass wir da irgendwo eine Zündkerze finden. Und dann können wir... Ich mache erstmal mein Inventar ein bisschen leer. Ach, das brauche ich jetzt eigentlich echt nicht. Also in der Mine findet man schon ordentlich Zeug. Das ist eh voll. Ah, zu essen haben wir noch, das ist gut. Das Ding ist jetzt leer. Den Rest würde ich mal sagen, nehmen wir einfach mal mit. Waren wir hier schon drin? Es hat alles erst damit angefangen, dieses blöde Auto gekippt ist. Mann! Verzogen. Das war meine Schuld. Ach, es war bloß einer. Ja, den hätte ich auch so getötet. Die leeren Flaschen brauche ich wirklich nicht.
macht eigentlich Sinn, dass wirklich sehr viele leere Flaschen überall rumliegen, wenn ich ehrlich bin. Warum sollte Zucker irgendwo in den Seiten stehen? Oh. Ich habe doch keine Crowbar mehr. Nee, habe ich nicht mehr. Okay, das haben sie schlauer verbarrikadiert. Die Leute da oben sind bestimmt auch nicht mehr am Leben. Wie geht's uns eigentlich? Oh, wir haben kaum Schaden gekriegt. Wir brauchen eine Zündkerze. Deshalb habe ich immer alles parat. Für den Fall, dass irgendwas schief läuft. Pass auf, jetzt finden wir garantiert keine mehr. Es ist... Man findet auch so schon relativ wenig. Aber wenn man sie gerade braucht, hat man meistens noch mehr Pech. Ah, hätte sein können. Ah, Kacke! Mann! Das wollte ich nicht. Ich habe die Taste irgendwie nicht gefunden. Gut, dass ich immer speichere. Ich muss sagen, ich mag das sehr gern, dass ich wirklich speichern kann und meinen Fehler ein bisschen ausbügeln kann. Das Spiel hatte auch so seine Fehler. Und es wäre eigentlich echt gemein, wenn du zum Beispiel einen Fehler jetzt hast und deshalb ein Spiel verlierst. Ah, guck mal. Hey. Der geht nicht mehr nach Hause zu seinen Kindern. Walking Dead! Okay. Was ist falsch mit euch? Die brauchen wir. Ach, hier gibt's welche mit. Nägel müssten sich auch... Das ist immer sehr merkwürdig. Nägel müssten sich doch eigentlich viel mehr in den Dingern hier finden. Alles ausgeplündert schon. Mann, lass doch mal ein paar Zündkerzen für mich übrig. Manchmal laden ja auch einzelne Elemente nicht, wie man hier gerade gut gesehen hat. Okay, hier muss ein Kind gespielt haben. Vielleicht sind die Häuser deshalb manchmal leer. Aber nur, weil die Sachen fehlen. So wie hier die ganze Küche fehlt. Dafür die Trockner. Das war mein Timer. Schöne ist, da sieht man die Sachen gut. Oh Mann!
Wir werden eh überall nochmal langlaufen später. Da werde ich eine neue... Noch... Das ist sehr unheimlich. Mache ich gar kein Hehl draus. Kann ich denn? Mehr Inventarslots gehen nicht. Okay, ich habe mich gefragt, ob es mehr gibt, als man haben kann. Und die Antwort ist also ja. Man kann mehr Inventarslots rein theoretisch freischalten, als es Inventarplätze gibt, die man haben kann. So, wir haben echt Hunger. Lass mal einfach mal davon was. Was kann ich denn damit machen? Nix, die ist einfach nur eine Militärkiste, die brauchen wir halt zum Upgraden. Von der Repair Bench. Von dieser Nachladestation. Früher morgen. Könnten Glück haben, es könnte eine Zündkerze dabei sein. Und wenn nicht, haben wir wenigstens haufenweise Komponenten. Und wieder ein bisschen Platz. Ich würde halt schon gerne eine Zündkerze finden, noch schnell. Ist nicht dabei. Klingt irgendwie unheimlich. Ein Reifen, immerhin. Das wurde ausgeschlachtet. Vielleicht hat ja auch jemand angefangen... Habe ich überhaupt noch Platz für so... Ja. Vielleicht hat ja auch jemand angefangen, einfach mal... ein bisschen eine Barrikade zusätzlich zu errichten. Allerdings, da ist eine Barrikade rundherum. Und gerade so eine Stadt würde sich doch eigentlich lohnen, wenn man die übernimmt. Und dann einen riesen Wald rumzieht nach Möglichkeit, so wie in The Walking Dead. Okay. Ich hab nicht... Ich verstehe... Hier ist einiges auch nicht geladen. Hier ist wieder dieser Billardtisch. Wir brauchen eine Zündkerze. Die Pfote kann mich mitnehmen, warum auch immer. Eine Zündkerze, mehr will ich doch nicht. Muss doch irgendwo eine sein. Das ist alles nur, weil wir dieses... Waren wir auf jeden Fall schon. Wir sind eigentlich durch die ganze Stadt schon mal durch. Jetzt können wir auch eigentlich zurücklaufen beim nächsten Mal. Wenn ich so drüber nachdenke. Dann kann ich mit einer Zündkerze zurückkommen und... Also war wirklich, das wäre die nächste Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich die heute noch mache. Es kann nämlich gut sein, dass ich dann erst noch was anderes aufnehmen will. Wir haben Durst und wir haben keine Cola mehr. Ach, wie man sich doch ärgern kann, dass man eine Cola findet. Ah, wir brauchen eine Zündkerze und die finden wir jetzt leider nicht mehr. Naja. Außerdem ist hier nicht alles geladen, das finde ich auch ein bisschen... Sagen wir mal merkwürdig. Ich habe auf jeden Fall so eine Kiste gefunden. Das finde ich sehr schön. Und das mache ich noch kaputt. Und dann merken wir uns, dass wir das nächste Mal müssten da hinten über die Berge, wenn ich mich recht entsinne. Das machen wir das nächste Mal. Ich sag schon mal, das war Let's Play Mist Survival für heute. Wir nehmen noch dieses Auto auseinander. Gucken, was wir behalten wollen an Zeug und was wir wegschmeißen. Zum Beispiel dieses T-Shirt lasse ich jetzt mal hier. Ich weiß, ich werde es wahrscheinlich wieder aufnehmen. Später. Ansonsten
Die Sachen, die wir hier haben, finde ich eigentlich ganz nett. Aber diese Kartoffel werde ich nicht mehr... dieses T-Shirt und wahrscheinlich werde ich auch gleich eine Kartoffel wegschmeißen. Ich freue mich schon, wenn Farmarbeit geht. Dann spielen wir hier unsere kleine Farm und dann wird alles schön. Solange wir noch alles aufnehmen können, ist alles gut. Okay. Ich überlege gerade, vielleicht soll ich das offscreen machen. Andererseits, vielleicht passiert irgendwas Tolles, während wir darüber laufen. Wir könnten zum Beispiel von Werwölfen angegriffen werden. Oder... wahrscheinlich ist es eigentlich, dass der Nebel plötzlich auftaucht. Und da oben ist ja auch noch dieser Kackbär. Okay, aber ich freue mich jetzt erstmal, dass wir so viel Glück hatten, dass wir wieder einiges gefunden haben. Auch die Militärkiste vom Gegner. Ich weiß nicht, ob die begrenzt sind oder ob es davon endlos gibt. Andererseits, ich weiß sonst nichts mit denen anzufangen. Vielleicht bringen die auch später noch was, aber aktuell habe ich keine Verwendung für die. Das war Let's Play Mist Survival für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Aber ich werde noch so lange aufnehmen, bis ich das Auto wiedergefunden habe, glaube ich. Ich glaube, das ist mir irgendwie ein Anliegen. Dann gehen wir hier zu diesem Außenposten am besten und... ja, ich weiß, ich wollte aufhören. Aber es macht halt so viel Spaß, das Spiel. Solltet ihr euch wirklich holen, das macht... wenn euch nicht so ein Problem mit dem Auto passiert wie mir, dann ist das ein schönes Spiel. Ich lade dann einfach meine Sachen nochmal durch. Vorher kann ich nicht aufnehmen, oder? Nee. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao mit Wichtlein TV. Macht's gut. Bye, Leute.